Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier eine Kategorie PKW, heute hier eine Mini Cooper hier vorstellen. Baujahr 1965. Ja, der kostet hier, wie wir sehen, 2350 Euro und 119 Euro Leasing, 130 km/h soll er schnell sein, 120 Liter Tank und wir haben hier eine Leistung von 78 PS, entsprechend hier 57 kW. Wir können hier also das Dach hier einmal einfärben und natürlich hier die Hauptfarbe auch. Also können wir uns hier schon ein bisschen lustig gestalten natürlich. So, kaufen wir das gute Stück und ja, mal sehen, ich habe ja schon mal gekauft, ist ja egal. Sind jetzt, wie wir sehen, jetzt hier zwei verschiedene Farbvarianten schon mal hier uns zum Anschauen. Leider hier kein Simple IC oder diverse andere Sachen hier also verbaut. Ja, wir haben hier Hupe schon. Motor. So. Sehen wir hier Tachonadel, das alles hier ist animiert. Schalten wir mal aus. Auch Temperaturen, das bewegt sich. Schlüssel, habe ich gerade aufgepasst. Nein, Schlüssel geht nicht. Also wie wir hier sehen, hier ist es ein richtiger Engländer. Also nicht nur sondern von Hersteller her, sondern hier auch hier von Lenkrad. So, Spiegel, wie wir sehen, hier mit Funktion. Fahren wir einfach mal auf die Bühne rauf. Schauen wir uns mal das gute Stück natürlich mal von unten her an. So. So, dann müssen wir mal hier um die gerade Kurve laufen. So. Handlampe mal anschalten. Oh, da wurde hier unten her, wie man sieht, hier also modelliert. Und man hat unten her ein Foto, also wie der hier gemacht war, original hier unten her rangeklatscht. Macht keinen schlechten Eindruck, finde ich, das. So, starten wir wieder. Ja, wenn ich so Mini Cooper sehe, dann denke ich immer hier an Mr. Beam. Also rückwärts sind wir hier, also 45 km/h. Schauen wir uns das gute Stück mal hier natürlich jetzt mal von draußen an. So. Ich finde, so her ist er sehr schick gemacht. Chromleisten, alles da. Er hat leicht getönte Scheiben, wie wir hier sehen. Vorne haben wir hier so zwei Ösen dran. Grill, wie wir hier sehen, ist modelliert worden, das Ganze. Und sieht wirklich sehr schick aus. So. Ich denke mal, machen wir hier unser Lichttest natürlich. Einmal F. Nummerntafelbeleuchtung funktioniert auch. Blinker, wie wir sehen, hier funktioniert. Und innen drin, ja, schauen wir auch gleich rein. Sehen wir hier Blinkerkontrolllampen. Na, was ist jetzt los? Ist jetzt nur eine. Ich habe davor schon gesehen gehabt, dass wir hier also beide haben. Also jetzt der linke. Jetzt die hier rechte Seite. Müsste irgendwie, man hat es gesehen, von wenn man jetzt hier so schaut beim Fenster, sieht man es, dass er geht, weil es irgendwie bauartbedingt das Lenkrad davor ist. Sieht man jetzt, wenn man genau reinschaut zum Fenster, sieht man es. So. Ist vorne ja mal Licht nochmal schalten können, aber man sieht hier drin keine Kontrolllampe. Wir gehen also jetzt nochmal von draußen, testen das Ganze nochmal hier durch. Einmal F, zweimal, dreimal. Also wir können hier zweimal schalten. Bremslicht. Rückfahrlicht hat er keines. So, ich würde mal sagen, jetzt gehen wir natürlich wieder hier in unser Tagesprogramm. So, und jetzt gehen wir mal Gummi, fahren erstmal hier rüber über unsere kleine Hüppelpiste, da schauen wir uns, wie die Federung natürlich das Ganze gemacht ist.
Also, wie wir hier sehen, also tut schon sich hier, wie wir gesehen haben, ein bisschen schwer. Klein, fein und wendig. Ja, die Hände im Lenkrad, das geht so einigermaßen. Und ja, machen wir jetzt gleich unseren Speedtest natürlich. Ein richtiger Rechtsfahrer. Ja, also bremst, das geht ganz gut. Bin sehr erstaunt. Also jetzt Vollgas. Naja, also er hüpft hinten ganz leicht, wie wir sehen. Aber bis jetzt kann man sagen, er lässt sich in dem Fall relativ gut fahren. So, jetzt der hier 115, 16. Also, man sieht hier, oh, wow, gehalten hat mich jetzt hier nur der Masten. Ja, es braucht ein bisschen, bis er auf, also Tempo kommt. Das muss man schon, also hier zugeben oder zugestehen. Aber wie wir sehen hier, also. Er bricht nicht aus. Das passt. Wow. So, und ich würde mal sagen, wir bremsen ihn einfach mal hier vorne mal ab. Und schauen uns natürlich jetzt natürlich mal hier unsere Spiellok natürlich an. Suchen wir uns hier einen schönen Platz raus, wo wir hier parken können. Ja, ich würde mal sagen, machen wir das mal hier. So, unsere Lok, wie wir sehen, ist hier fehlerfrei. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da, würde ich mich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.